Vor etwa 2,5 Jahren hat TV Westsachsen über den Weltmeister im Messerschleifen berichtet. Und keinem der Beteiligten war klar, welche Ausmaße dieser Bericht annimmt. 500.000 Menschen hat sich bisher angeschaut, wie Messer geschärft werden. Und der Meister selbst wird in ganz Deutschland auf dieses Video angesprochen. Natürlich haben sich auch einige zu Wort gemeldet, die der Meinung sind, sie könnten es besser. Aber nur der Scharfmacher aus Mittelfranken trägt den Titel Weltmeister. Bis Mittwoch ist er noch im Globus Zwickau zu Gast und zeigt seine Kunst live. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und haben ihm mal wieder ein besonders schlimmes Messer mitgebracht. Nachdem Thomas Holz für TV Westsachsen vor 2,5 Jahren ein Messer mit glatter Klinge geschärft hatte, haben wir uns nun ein völlig anderes Exemplar ausgesucht. Ein Messer mit Wellenschliff. Doch woher kommt dieses große Interesse der Menschen an scharfen Messern? Messer ist immer ein Thema. Messer ist was, was Männer schon immer begeistert und Frauen auch ganz arg. Kochen ist in der Gastronomie fast immer eine Männerdomäne, warum auch immer, ich weiß es nicht. Frauen kochen genauso gut und es ist ein Mythos. Männer, Messer, ob es jetzt die Jagdmesser sind, ob es die Freizeitmesser, ob es die Küchenmesser sind, es ist immer so ein scharfes Messer, das gehört irgendwie dazu. Das ist schon das Taschenmesser, was der Enkel kommt und sagt, das habe ich von meinem Opa bekommen. Da hängt Emotionen dran, da hängen Erinnerungen dran, es ist einfach traumhaft. Und mit den Küchenmessern ist das Gleiche. Und wir bieten was an, was schon lange nicht mehr gibt, richtig gibt. Es wird schon lange nicht mehr ausgebildet. Der Beruf ist ausgestorben. Es werden viele Praktiken nicht mehr gemacht. Auch bei der industriellen Messerfertigung wird viel gestanzt. Wir schleifen die Zähnchen in die Tafelmesser rein. Es macht einfach Spaß. Es ist was uns begeistert, wir arbeiten jeden Tag 10, 15, 16 Stunden, aber verlieren die Liebe dazu nicht, weil es einfach toll ist, es macht Spaß. Kommen wir nun zu unserem Kummerkandidaten, dem alten Messer aus der TV Westsachsen Kaffeeküche. Trotz Wellenschliff lässt sich damit noch nicht mal Wackelpudding ohne Verletzungen schneiden. Lässt sich da noch etwas machen? Es lässt sich schleifen. Es ist allerdings so, das hier zum Beispiel ist ein Linkshändermesser. Bei einem Linkshändermesser wird die Zahnung von der linken Seite geschliffen und das Messer, wenn man ein Brot zum Beispiel schneidet, hat man hier die Masse an Brot und da wird eine dünne Scheibe abgeschnitten. Das heißt, man hat auf der einen Seite weniger Widerstand und auf der anderen Seite den Stollen oder den Laib Brot mit viel Widerstand. Das Messer will immer dahin driften, wo weniger Widerstand ist und dann schneidet man einen Keil. Deswegen hat man eine einseitige Zahnung und die will dann dorthin ziehen, also will dort gegendriften, um eine gerade gleichmäßige Scheibe zu schneiden. Und wenn jetzt die Zähne auf der linken Seite sind, dann zieht das Messer nach rechts. Wenn die Zähne auf der rechten Seite sind, zieht das Messer nach links. Das ist jetzt ein Messer, das wurde eigentlich für den asiatischen Markt produziert. In Asien drüben sind ca. 95% der Bevölkerung Linkshänder. Weiß fast keiner. Und Messer, die in Asien produziert werden, in China oder die sind meistens als gezahnte oder gewellte Messer Linkshändermesser. Die müssen man dort eigentlich als Rechtshändermesser extra bestellen. Wir schleifen sowas auch um. Wir haben manchmal Gäste da, die sind Rechtshänder und haben aber ein Linkshänder-Brotmesser mit einer großen Welle. Und dann sagen sie, ich bin da nie richtig mit zurechtgekommen. Und dann sage ich, ist kein Problem, wir können es Ihnen als Rechtshänder umschleifen, die Welle auf die andere Seite schleifen. Und dann, aber meine Frau, die ist ja Linkshänder, Rechtshänder. Und dann sage ich, okay, dann schleifen wir es für beide. Dann muss von der einen Seite eine Welle rein und an der gleichen Stelle nochmal von der anderen. Dann ist der Schneidenkamm genau in der Mitte und dann läuft das Messer genau mittig für beide. Also das muss man halt immer wissen. Und wenn man weiß, Rechtshänder oder Linkshänder, dann ist es für uns kein Problem, das Messer auch so zu schleifen. Dann lassen wir den Meister am besten in Ruhe arbeiten. Schließlich soll unser Messer auch wirklich wieder scharf werden. So, wir schleifen hier mit Siliziumkarbid gebundenen Diamantscheiben. Es ist wichtig, beim Schleifen, im Trockenschleifen entsteht immer Hitze. Wir wollen die Hitze, wir brauchen die Hitze, weil ohne Hitze kann man nicht härten. Das heißt, ich brauche hier eine Hitze von ca. 740 bis 760 Grad. Das ist die Temperatur, wo der Stahl vom tief dunkelblau wieder ins hellviolette, fast hellblaue übergeht. Und dann habe ich diese Temperatur erreicht. Und da, bei dieser Temperatur wird Eis gehärtet. Wir haben hier Eis in unserem Wasser.
Und mit diesem Eiswasser härten wir dann das Messer wieder nach. Das heißt, normalerweise ist Hitze beim Schleifen kontraproduktiv, aber hier brauchen wir speziell die Hitze, um wieder härten zu können. Das ist eine Chromoxidpaste, eine Konzentratpaste mit einer ganz feinen Körnung, von einer 30.000er Körnung. Jetzt haben wir hier den Grat komplett entfernt und dadurch sind diese feinen Zähnchen wieder freigelegt. Das ist extrem scharf. Es wird jetzt nur noch gereinigt, da ist jetzt noch ein bisschen Polierpaste drauf und dann ist es wieder gebrauchsfertig. Dann machen wir den Test, am besten mit einem schönen, knusprigen Brötchen. Das Messer ist natürlich jetzt, das Brot ist schon mal aufgeschnitten worden, aber man kann hier wirklich dann auch so ein Brötchen in mehreren Schichten aufschneiden. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, das ist ein Linkshänder-Brotmesser und ich bin Rechtshänder. Das zieht jetzt natürlich in die falsche Richtung, aber da kann man, wie gesagt, auch ein Brötchen in mehreren Scheiben aufschneiden. Und wie stellt sich Thomas Holz ein anständiges Besteckmesser vor? Das hat er gleich noch an einem Uraltmesser gezeigt, was man höchstens noch dazu verwenden kann, Unkraut aus den Gehwegritzen zu kratzen. Und er hat es wieder hinbekommen, erst den Griff schön poliert. So, jetzt ist der Griff schon mal wie neu. Das macht man immer zuerst, weil wenn das Messer scharf ist und es rutscht einem beim Polieren aus der Hand, dann schneidet man sich eher. Deswegen immer erst diese Schönheitsarbeiten zuvor machen. Und jetzt gehen wir ans Schleifen. Die gleiche Prozedur wie bei unserem alten Messer aus der Kaffeeküche, nur dass hier noch die alten Zähne entfernt werden, damit später neue geschliffen werden können. Dabei ist Erfahrung und Geschick wichtig. Danach noch ein paar weitere Arbeitsschritte und das Messer kann getestet werden. So, und da wir ja kein Gefühlsfernsehen haben, wo man fühlen kann, machen wir jetzt einfach mal einen Schnitt. Ich schneide jetzt mal ein Brötchen auf. Der Kernpunkt, wenn man ein Brötchen aufschneidet, dass man in der Mitte nicht diesen Teigbatzen liegen hat, sondern dass man eine ganz glatte, saubere Fläche hat, wo man was draufstreichen kann. Womit kann man sich nun am schlimmsten verletzen? Ist es wirklich so, dass ein stumpfes Messer gefährlicher ist? Nein, man sagt immer, man schneidet sich nur mit stumpfen Messern. Ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Man schneidet sich mit den scharfen schon auch mal, aber ein Schnitt mit einem scharfen Messer, der heilt sofort wieder. Die Zelle ist sauber durchtrennt. Wenn man das ein bisschen zudrückt, die Wunde oder den Schnitt, dann klebt es sofort wieder zusammen. Mit einem stumpfen Messer ist es eher ein Zerreißen der Wunde, ein Aufreißen der Wunde. Und mit einem stumpfen Messer, einfaches Beispiel, meine Oma, die hat ich war ein kleiner Junge und da hat die im Hof hinten die Quitten im Herbst zerschneiden, um Quittengelee zu machen. Und dann war das Messer stumpf und sie hat so einen Gänseteiler gehabt und dann auf dem Hackstock und dann hat sie Kraft anwenden müssen und die Quitte ist dann weggerollt und hat sie sich sehr verletzt am Bauch, weil das Messer nicht scharf war. Wenn man Gewalt anwenden muss, weil das Messer stumpf ist, verliert man die Kontrolle über das Schneidgut und man verletzt sich leichter. Deswegen mit einer stumpfen Klinge verletzt man sich leichter. Aber ein scharfer Schnitt, der heilt auch wieder sehr schnell. Und wie scharf ein wirklich gutes Messer geschliffen werden kann, demonstrierte Thomas Holz noch an einem handgeschmiedeten Damastmesser mit 65 Lagen Stahl. Wer so etwas zu Hause hat, kann die morgendliche Rasur getrost auch damit erledigen. Da, wo die Klinge Kontakt bekommt, da geht sie einfach rein.